Hallo und Servus an alle Luxoperten da draußen. Willkommen zum zweiten Teil der Schulung. Im ersten Teil, verlinke ich dir oben, haben wir uns angesehen, wie kann ich mir die Programmiersoftware, die Config runterladen, wie kann ich mich mit dem System verbinden, was sind die Unterschiede der Miniserver und so. Baby Basics! Und heute ist nichts mehr mit schwachen Nerven, da geht's zur Sache. Wir lernen Extensions und Produkte ein, um dein Smart Home zu erweitern. Ich weiß, ich sollte es eigentlich gar nicht zeigen, aber in der Schulung verrate ich dir auch ein paar Sachen zur Verkabelung. Ich hab schon voll das wilde NASA-Kontrollzentrum hier, schau mal. Kann ja zwischen Musterkoffer, der Config und mir wieder hin und her switchen. Und jetzt geht's los! Wenn uns am Miniserver die Ein- und Ausgänge ausgehen oder wir spezielle Schnittstellen brauchen wie Modbus, KNX, Dimmer Extension 230 Volt oder sonst irgendwas, dann müssen wir unser System erweitern. Den Miniserver brauche ich immer. Und an einem Server kann ich jetzt bis zu 30 Extensions anschließen. Und das komplett egal welche, das könnten jetzt 30 Relais-Extensions mit 14 Relais sein. 300, 3 mal 4, 12, 420 Relais im System. Es gibt ja so viele Amateure da draußen und ich habe schon so viele Fehler gesehen. Ich war schon bei so vielen Kundenanlagen, die gesagt haben, Richard, bitte hilf mir, mein Smart Home geht nicht. Damit du nicht in diese Situation kommst, hier die Basics zur Verkabelung. Die Verbindung vom Miniserver zu seinen Extensions passiert über die blaue Klemme und Nendoxon Link. Dieser Link kann 500 Meter Leitungslänge haben und bis zu 30 Extensions. Das Wichtigste ist allerdings, am Ende des Links den hier mitgelieferten, reingeklebten Endwiderstand 120 Ohm nach der letzten Extension hier zwischen Blau und Weiß zu klemmen. Der erste große Fehler, den mit der Verpackung wegschmeißen und dann hier nicht reingeben. Zweiter großer Fehler, die Verdrahtung des Links darf nur eine nach dem anderen, nach dem anderen, nach dem anderen sein. Und jetzt nicht irgendwie von der letzten Extension gehe ich hier in den Obergeschossschaltschrank und hier in den Untergeschossschaltschrank. Nein, führt zu ganz blöden Fehlern. Hier würde ich es so machen mit einem vieradrigen Kabel, zuerst in den Keller, dann mit zwei Adern wieder zurück und mit diesen zwei Adern dann zum Obergeschossverteiler. Drittes großes Thema. Unterschiedliche Netzteile für Miniserver und deren Extensions. Wahrscheinlich nicht im Hauptschaltschrank, aber sobald ich hier Kellergeschoss, Obergeschoss habe und hier weitere 24 Volt Netzteile sitzen habe, müssen die Minus dieser Netzteile miteinander verbunden sein. Auch von den Tri-Produkten sollten diese auf einem separaten Netzteil sein, was ich übrigens empfehle. Denn sollte irgendwo am Taster ein Kurzschluss auftreten, würde das Netzteil in den Kurzschlussbetrieb gehen und dann würde auch der Miniserver offline gehen. Und so habe ich ein kleines 0,4 Ampere Netzteil meistens für Miniserver und Extensions und ein eigenes für alle Tri-Sensoren wie Bewegungsmelder, Taster, vielleicht sogar für den Außenbereich noch einmal ein eigenes kleines. Und grundsätzlich immer, egal wofür die Netzteile sind, immer den Minus verbinden, damit alle Netzteile die gleichen 0 Volt als Potenzial haben. Sehr oft ist es ja ein Schatz, irgendwo da die 24 Volt noch mitziehen mit einem Draht oder so. In der Praxis macht man es eher so, dass man den Minus der Netzteile der verschiedenen Schaltschränke oder vielleicht auch hinterm Küchensockel ein eigenes Netzteil für einen LED-Streifen, dass man diese Minus alle auf den PE, auf den Schutzleiter, auf den grün-gelben verbindet und somit eine PELF-Installation hat. Dann sind die ganzen Minüsse der Schaltschränke über den PE verbunden. Und das war's dann hier eigentlich schon zum Anschluss. In diesem Musterkoffer für unser Schulungsvideo haben wir jetzt hier eine Tri-Extension, eine Airbase und was ist die dritte Extension? Ha! Gar keine. Das ist ein RGBW-Dimmer, Tree, Farblichtdimmer für diesen LED-Streifen hier und der ist genau wie der Taster und der Bewegungsmelder ein Tri-Produkt, das über die Tri-Extension läuft. Schaut gleich aus wie eine Extension, ist sie aber nicht. Erkennt man auch hier an der grün-weißen Klemme. Uns würde es natürlich sehr freuen, wenn du deine benötigten Produkte bei Luxon24, dem weltweit größten Luxon-Partner, kaufst. Denn wir unterstützen dich nicht nur in der Planung, sondern auch in der Auswahl der Komponenten und je nach Volumen mit attraktiven Projektrabatten.
Und natürlich unterstützt du uns dadurch hier auf YouTube, um weiterhin für dich kostenfreie, hoffentlich coole Videos zu produzieren. Danke. Ich glaube, dass ich jetzt das gleiche Mikrofon und Setup wie Loxon habe. Wisst ihr wieso? Naja, ich habe da so einen Knopf und wenn man da aus Versehen drauf drückt, dann spreche ich auf einmal ganz schön komisch. Okay. Bisschen Spaß bei der Schulung. Ich bin jetzt hier im WLAN meines Musterkoffers und suche jetzt hier meinen Miniserver, Testschaltschrank Schulung. Und jetzt sehen wir hier auf der Link-Schnittstelle sind zwei neue Produkte verfügbar, das sieht man hier unten schon. Und wenn ich Extensions einlernen möchte, klicke ich entweder auf den Miniserver oder auf die Link-Schnittstelle, denn immer da, wo ich hier im Peripheriebaum hindrücke, sehe ich hier bei Benutzern, Benutzer anlegen, bei Räumen das gleiche, Räume bearbeiten und somit ändert sich meine Taskleiste hier oben entsprechend meiner Auswahl hier am Peripheriebaum. Extensions suche und ich finde eine Airbase und eine Tri-Extension. Wenn ich meine Airbase jetzt anklicke, sehe ich, dass sich diese hier ganz schnell durch Blinken identifiziert. Wenn ich die Tri-Extension auswähle, sehe ich das gleiche hier. Rot, Grün, Gelb. Wenn ich jetzt 5 Relais-Extensions hätte, müsste ich ja wissen, welche ist Nummer 1, 2, 3 und so weiter. Denn entweder habe ich vor der Programmierung meine ganzen Kabel schon entsprechend angeschlossen und ich für mich weiß, an der ersten Extension, das ist das Erdgeschoss, da hängen die ganzen Beschattungen dran, vielleicht noch ein Wohnzimmerdeckenlicht, an der zweiten Extension das Obergeschoss und so weiter. Und damit ich die Ausgänge dann in der Config auch richtig beschrifte, muss ich natürlich wissen, welche Extension ist welche. Und durch dieses Identifizieren klicke ich mich jetzt durch die 5 Extensions durch, bis ich bei der ersten bin, dann sage ich, aha, beim Einlernen, Relais-Extension, Schaltschrank, Platz Nummer 1, Platz Nummer 2, 3, 4 und habe es dann sauber in meiner Programmierung. In unserem Fall können wir die Airbase und die Tri-Extension hier über das Plus als neues Gerät hinzufügen. Leider blinken diese jetzt immer noch ganz, ganz traurig orange. Schau mal da. Denn erst, wenn ich das Ganze in den Miniserver speichere, startet dieser neu mit der Information, dass du jetzt hier 2 Extensions eingelernt hast. Und jetzt sehen wir, blinken diese grün. Wenn ich dieses grüne Blinken jetzt wie der schlimmste Monk genau nacheinander haben will, wie ein Lauflicht, also hier 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dann könnte ich diesen Extensions auch eine Reihe und Position im jeweiligen Schaltschrank zuweisen und in unserem Fall ist die Airbase Nummer 2 und die Tri-Extension Nummer 3, also der Miniserver zählt mit, dann passt das bei uns. Unsere Airbase blinkt gerade rot, grün, orange, aber langsam. Die Tri-Extension blinkt grün, also was ist jetzt hier los? Naja, die macht gerade ein Geräte-Update. Sehen wir im Übrigen auch hier, wenn wir diese anklicken, Geräte-Update läuft. Oder hier oben im Gerätestatus sehe ich hier, aktuell wird hier ein Versionsupdate aufgespielt. Das kann zu gewissen Einschränkungen führen, langsam reagieren und so, soll uns jetzt aber nicht weiter stören. Denn wir möchten jetzt als nächstes unsere Taster, Bewegungsmelder oder Präsenzmelder und den RGBW-Dimmer als Produkt einlernen. Dazu wählen wir die Tri-Extension aus, denn es handelt sich um Tri-Produkte und finden nun hier oben die Tri-Suche und können jetzt hier Bewegungsmelder, Präsenzmelder, Taster und RGBW-Dimmer einlernen. Und jetzt sehen wir schon, der Präsenzmelder, der blinkt hier komisch gelb. Warum ist das so? Wenn ich jetzt im Haus 10 Präsenzmelder am besten bei Loxom 24 gekauft habe und 15 Taster, dann weiß ich ja jetzt nicht, welcher ist wer. Und jetzt könnte ich mich durch diese 15 Präsenzmelder durchklicken, bis der jetzt zu blinken anfängt. Also ich gehe mit dem Laptop ins Wohnzimmer, suche Geräte, finde 15, drücke mich durch, 1, schau rauf, na 2, na 3, na und dann habe ich voll Knackweh. Aber geht natürlich. Oder Loxoperten Profi-Tipp, der Bewegungsmelder, bei erkannter Bewegung leuchtet der gelb. Wenn ich also allein auf der Baustelle bin und nicht 10 Leute rumlaufen, könnte ich jetzt im Raum Wohnzimmer sein, mit der Hand wedeln und sehe, dass der Bewegungsmelder, Präsenzmelder sich meldet. Das gleiche funktioniert am Taster. Wenn ich diese Taste jetzt drücke, dann sehen wir, dass der Touch aufleuchtet. Und so bin ich vielleicht nochmal eine Spur schneller mit meiner Geräteidentifikation.
Hier beim Touch sage ich jetzt, der ist an der Tür im Raum Wohnzimmer. Das ist wirklich was ganz was Wichtiges, dass man die sauber beschriftet und auch den Räumen zuweist. Kann ich jedem wirklich nur ans Herz legen. Beim Präsenzmelder sage ich Decke im Raum Wohnzimmer. Und jetzt wird es wieder geil. Wenn ich jetzt den RGBW-Dimmer anklicke, dann sehen wir sowohl im Schaltschrank blinkt der jetzt und auch seine Ausgänge, wenn diese schon verkabelt sind, werden auch bestromt. Das heißt, was da dran hängt, fängt auch zu blinken an. Und somit könnte ich jetzt hier sagen, das ist mein TV-Effektlicht im Wohnzimmer. Dann wieder reinspeichern, sonst weiß der nichts von seinem Glück. Und jetzt zum Zeigen der Produkte möchte ich eine ganz kleine, einfache Konfiguration machen. Auf dieser können wir natürlich in den späteren Schulungsvideos, wenn ihr das möchtet, schreibt uns einen Kommentar, nochmal genauer eingehen. Für unseren Taster, Bewegungsmelder und RGBW-Streifen, LED-Streifen brauchen wir einen Lichtbaustein. Diesen finden wir hier oben bei Bausteine einfügen als Lichtsteuerung oder für echte Loxoperten. Wenn ich hier F5 drücke, Lichtsteuerung eingebe, kann ich, wenn ich weiß, was ich suche, schon schnell zu meinen Bausteinen kommen. Gerade am Anfang ist es aber vielleicht einfacher, die Logik-Bausteine durchzuschauen, was gibt es denn hier und oder Vergleiche, kleiner, größer, gleich und so. Dann tue ich mich am Anfang vielleicht einfacher, wenn ich weiß, was es gibt. Nach 8 Jahren jeden Tag Loxon, muss ich sagen, bin ich eigentlich nur noch mit F5 unterwegs, weil ich kenne wirklich jeden Baustein, ich bin da voll der Freak. Jetzt verbinden wir unseren Taster ganz einfach mit Drag und Drop am Baustein, genauso wie unser TV-Effektlicht. Und bei unserem Präsenzmelder gibt es einige Eingänge, Bewegung, Präsenz, Lautstärkenalarm, Helligkeit. Da können wir gerne später mal drauf eingehen. Wir verbinden jetzt hier unseren Helligkeitswert und unseren Bewegungseingang. Speichern das Ganze in den Miniserver und nach dem Neustart kann ich meinen LED-Streifen schon hier am Taster bedienen. Weiters kann ich mich jetzt auch mit der App verbinden, haben wir im letzten Video gesehen, und finde jetzt hier im Raum Wohnzimmer unseren LED-Streifen und kann jetzt entweder wieder am Taster drücken oder auch hier über die App unsere Beleuchtung einschalten. Und hier unten, etwas versteckt, muss ich mich schnell ausblenden, hier unter Mehr findet man alle Lichtkreise. Es könnten ja mehr Sachen als nur der eine LED-Streifen sein, vielleicht auch noch ein Deckenlicht, ein Wandlicht oder sonst irgendwas. Und könnte jetzt hier bei diesem LED-Streifen sowohl den Farbton warmweiß oder auch kaltweiß oder sogar hier auf Farbe umstellen und dann hier sämtliche Farben und Helligkeiten des LED-Streifens einstellen. Was euch jetzt hier auffällt auf der Kamera, ist ein Flackern vom LED-Streifen. Das passiert euch auch, wenn ihr mit dem Handy zu Hause Videos macht und ihr habt so einen LED-Streifen an einem Loxon-Dimmer. Das kommt von der Frequenz, mit dem dieser Dimmer hier ein- und ausschaltet. Und für das menschliche Auge ist hier überhaupt kein Flackern. Nur die Kamera macht ja zum Beispiel 60 Bilder pro Sekunde, 60 Frames per Second. Und da sind manchmal Bilder dabei, wo der gerade ausgeschalten hat. Deswegen habe ich für mich schon gelernt, wenn ich Videos mache, dann dimme ich das Ganze auf 100% und dann habe ich hier keinerlei Flackern mehr. Jetzt möchte ich aber vielleicht auch noch ein normales, unter Anführungszeichen, 230 Volt Deckenlicht, das nur ein- und aus kann, hier am System verbinden. Wie würde das Ganze in der Verkabelung aussehen? An dieser Stelle sei natürlich gesagt, dass solche Arbeiten an elektrischen Anlagen nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden dürfen. Ich möchte euch hier nur das Prinzip veranschaulichen, das ist auch je nach Land unterschiedlich. Ich habe jetzt hier einen FI und einzelne LS. Wenn jetzt dieser FI und LS hochgeschalten sind, dann habe ich, wenn natürlich was angeschlossen ist, hier Strom drauf. Und dieser LS, Leitungsschutzschalter, könnte jetzt für den Raum Wohnzimmer verantwortlich sein. Und je nachdem, wie man es aufzieht, könnte es jetzt so sein, dass hier dieser erste Wohnzimmer-Steckdosen ist und der zweite Wohnzimmer-Beleuchtung. Je nachdem, wie ausfallsicher das man sein möchte. Könnte natürlich auch sagen, aus Platzgründen, aus Kostengründen, aus Verkabelungsgründen, ist hier dieses Wohnzimmer komplett sowohl die Beleuchtung als auch die Steckdosen auf diesem LS. Dann würde ich jetzt hier mit Dauerstrom einmal auf die Steckdosen fahren und mit dem Dauerstrom
einmal hier auf das erste Relais, zum Beispiel vom Miniserver oder der Relais-Extension fahren. Und wenn Loxon jetzt hier über die Software sagt, schalte durch, dann wird hier diese Eingangsspannung von 230 Volt von hier am Ausgang des Relais durchgeschalten und würde zu meiner schaltbaren Deckenlampe von hier weiter verdrahtet werden. Das möchten wir natürlich auch noch kurz programmieren. Dafür klappen wir unsere digitalen Ausgänge auf. Und hier habe ich schon scheinbar von letztens hier den Namen des ersten Relais vom Miniserver, Deckenlicht, Kategorie Beleuchtung und Raum Wohnzimmer. Ziehe es mir auf die Seite und verbinde es auch mit meinem Lichtbaustein, speichere und sehe dann gleich in der App, wie ich jetzt hier in meiner Lichtsteuerung neben dem TV-Effektlicht, das ich jetzt hier in grün habe, auch noch das Deckenlicht schaltbar habe. Und sehe jetzt hier im Musterkoffer ist es auf eine LED verkabelt. Und das würde ich jetzt hier mit 230 Volt eingangsseitig anschließen. Und wenn der jetzt sagt, die macht zu, dann gehe ich hier mit dem Draht zur Lampe und habe sie somit in Loxon integriert. Das ganze Thema Lichtstimmungen, wie ich das Ganze sinnvoll mit Schaltern verbinde, das würde ich sagen, schauen wir uns im nächsten Teil der Schulung an. Melde dich unbedingt mit deinem Projekt an office@loxon24.de, damit auch dein Haus oder Wohnung wirklich smart wird. Ciao, Servus, habe die Ehre.